was bisher geschah. Nein, 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 nein. No, 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 no. No. Fuck me sideways. Und so geht's weiter. Ja. So dachte ich mir das. Alles wie geplant. So, wir können darüber springen, warum auch immer, und wir können hier hoch. Da oben ist ein Seilbalken. Wo geht's hier runter? Ich glaube, da waren wir. Nee, waren wir noch nicht. Wir sind jetzt ganz woanders. Nehmen wir mal erstmal die Leiter. Das Offensichtliche zuerst. Ah. Wieso müssen Bretter immer nach mir fliegen? Aber wieso kann mich denn da lang? Wo will ich denn da? Oh Mann, hör auf, überall runter zu gleiten, bitte. Tu mir das nicht an. Hier kann mich ums Eck. Oh. 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 Hallo? Ah. Gucke mal hier. Na, gucken Sie mal hier. Ist das nicht schön? Ach, da geht's oben auch weiter. Nein, nein. Ich wollte runter. Und Federn brauche ich nicht. Federn hatte ich auch immer noch voll. Ich muss mal eben auf der Map gucken, ob hier noch irgendwas ist, was ich einsammeln kann. Aber es sieht nicht so aus. Truhe. Kann ich ja mal kurz markieren. Die Herausforderung. Ah ja, gut. Herausforderung mache ich irgendwann mal, wenn ich hier wieder herkomme. Truhe liegt da. Gut, dann sind wir ja richtig. Hui. Also bis jetzt läuft es doch gut. Ich finde es auch schön, dass unten der Suchtrupp nicht mehr antwortet und die sich jetzt sagen, ja, dann wird sie da gewesen sein. Aber so weit hoch wird sie bestimmt nicht kommen. Quatsch. Ich habe Angst. Es sind auch erstaunlich wenig Gegner hier, muss man gestehen. Alter! Das hätte ich jetzt nicht heimlich machen können. Sehr gemein. Oh. Hat der gerade Granate rausgesagt? Ja. Hau mal ab. Wo bist du denn? Kommt doch her, Freunde. Ich habe noch ganz viel zu teilen. An Liebe und Verbänden. Gott. Ah. Oh, so weit kannst du wohl nicht werfen. Das war eine Granate. Willst du mich... So viel zu, er kann nicht weit werfen. Nein! Come on! Ja, komm her. Dann kuscheln wir eine Runde. Dachte, sie schießt doppelt und schnell. Aber na gut. Ah, wieso denn? Ich habe da dieses Kopftreffzeichen und sie trifft trotzdem nicht den Kopf. Yay. Schwere Geburt. Habe ich die Kiste da hinten geöffnet? Ja, habe ich. Da bin ich mir fast sicher. Nur fast, aber es muss genügen. So viel zu, hier sind ja nicht viele Gegner oder sowas. Ja. Direkt wieder bereut die Aussage. Und warum ist hier so ein Balken schon wieder? Wo kann ich das jetzt festmachen? Ah, ich könnte hier runterspringen. Aha. Machen wir mal vorsichtshalber, falls ich gleich weg muss. Who knows? Ich schätze nicht, dass ich eine Abkürzung von da unten nach hier oben nehmen kann. Aber schaden kann es auch nicht, wenn das Seil da dran klebt. Ist hier sonst noch irgendwas? Pilze? Warum? Wie auch immer Pilze hierher kommen? Das scheint es gewesen zu sein. Dann springe ich jetzt darüber. Hui! Gebt mir alles. Am liebsten wären mir Münzen. Sind wir schon wieder durch? Ach, ich hätte es auch explodieren lassen können. Gut, habe ich nicht gesehen. Mehr ein bisschen auf die Umgebung achten, ist, glaube ich, bei dem, vor allem bei dem Spiel, nicht so schlecht. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen.
Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Ich kann mir fast nicht vorstellen, warum plötzlich diese ganzen Einheimischen, nicht Ureinwohner, Einheimischen ist immer das bessere Wort, woher die plötzlich die Kraft genommen haben, sich gegen diese russischen Einwanderer zu wehren. Sich quasi da plötzlich, nachdem sie ja schon ausgebeutet worden sind, vehement, plötzlich nochmal mit letzter Kraft aufbäumen und die niederschlagen, ganz offensichtlich. Sodass die dann auch noch geflohen sind. Das rein logisch gesehen, finde ich das irgendwie unrealistisch. Außer sie haben plötzlich von irgendwoher Kraft geschöpft. Aber, I don't know, man. I don't know. Oh. Huch, wo geht's denn hier runter? Nee, da. Nee, da runter will ich nicht. Wir wollen ja immer weiter hoch. Hoch hinaus. Das können wir ja mal direkt abfackeln, jetzt wo ich es gerade gesehen habe. Wenn ich hier eine Flasche hätte, was ich nicht habe. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Oh. Ich glaube auch, dass der nicht mehr leben wird. Und irgendwie habe ich hier keine Flaschen, mit denen ich mal werfen könnte. Wie soll ich das denn? Da kann ich dann auch nicht lang dementsprechend, ne? Nee. Das ist ja jetzt kacke. Warum denn nicht? Ich hätte gerne eine Flasche. Kann ich die mit nach oben nehmen? Sind hier unten irgendwo Flaschen gewesen? Quatsch. Nee. Wenn ich das jetzt erschieße, dann bringt mir das auch nichts. Nö. Das ist ja doof. Das finde ich jetzt richtig gemein. Oder? Warte. Nee, du kannst... Hä? Wie sieht es so aus, als ob ich mich da ranhängen könnte? Oh Gott. Ich würde gerne in die andere Richtung, ehrlich gesagt. Kann ich gar nicht in die andere Richtung? Wieso denn nicht? Schwing dich doch. Willst du mich jetzt verarschen? Das ging doch in den Teilen davor auch. Was soll denn der Schwachsinn? Probier's jetzt nochmal. Vielleicht soll man auch gar nicht so ranspringen können. Doch. Oh Gott. Huch. Yay. Die Pillendose eines Mannes, verziert mit Hammer und Sichel. Oh, ist... Hörst du dieses Klicken? Das nehme ich jetzt gerade zum ersten Mal wahr. Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetamin. Würde ich aber auch nehmen, wenn ich hier arbeiten müsste, glaube ich. Gut. Ich habe immer noch keine Flaschen, die ich anzünden kann. Aber lauter... Fuck. Ach doch, hier. Oh, komm mal her. Erstmal müssen wir uns den Weg freimachen. Es tut mir leid. Aber auch nur zwei Flaschen, was ich ja jetzt schon wieder dämlich finde. Ich wollte ursprünglich hierher, um mir verdammt noch... Oh, sie respawnen. Nevermind, hab nichts gesagt. Stirb! War hier noch was? Nö, wa? Das war's sonst. Gut. Dann gehe ich jetzt. So. Ach ja. Sprungpfeil. Gedöns. Mami. Das gefällt mir nicht. Ich hab Angst. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara. Sie müssen nach... Jacob! Mist.
Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Corinne, oh, oh! Die hängen ja alle. Von wo sprechen die denn? Was war denn mit ihm? Warum hat er plötzlich zu uns Kontakt aufgenommen? Ich dachte, es steht, dass die Sowjets die wertvollsten in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja, nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus griechisch und mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Nicht so einfach. Da, das Ding ist zu... Ah, wir sind hier! Ich sehe dich! Du stehst mitten im Feuer, aber es scheint dich ja nicht zu... Nein, du bist der Feuerteufel. Aha. So viel dazu. Noch mehr? Nein. Sehr schön. Vor allem die ganzen Verkehrsschilder finde ich auch süß. Einbahnstraße, ach so. Was haben wir hier? Ach so, nichts weiter. Nur wieder Metall. Das hätte ich auch zur Explosion bringen können, aber na gut. Das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Was, wo war gerade mit dem Schneidbrenner dran? Das verstehe ich auch nicht. Ich sehe hier nichts mit mongolischen Schriftzeichen. Ah, da ist wieder was zum Verbrennen. Ja, komm, wo ist hier so eine Flasche? Eine Flasche wäre super. Da sehe ich Flaschen. Gib mal kurz. Ich komme sofort wieder. Dann kümmere ich mich auch um dich. Oh, Musik. Hör auf. Die Action ist vorbei. Es ist alles gut. Huch. Oh. 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 Das ist aber eben noch nicht passiert. Feuer, könntest du... Okay, das ist hinter dem Brenn... Ja, nicht meine Schuld. Gaslecks. Gas lässt sich mit Feuer oder Sprengstoff in Fachen. No shit. Ah Gott, ich bin zu langsam. Du, Alter, wie viele Pfeile brauchst du noch in deinem Oberkörper? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, komm noch her. Autsch. Oh, ich bin Feuer. Autsch. Irgendwo hier? Ach da. Kopf treffen ist nicht so einfach, wie es aussieht. Der ist so klein, der Kopf. Der könnte ruhig ein bisschen größer sein. Muss ich mich eigentlich beeilen? Holy shit. Das war ja mindestens die Halsschlagader. Oh Gott, fucking, komm her. Da! Alles brennt, das tut mir so leid. Das war gar nicht meine Absicht. Oh. Nee, ich wollte jetzt eigentlich sofort die auch nicht aufsammeln. Tötet sie! Sofort! Hier geht alles gleich hoch! Treibt sie raus! Döp! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich habe das Gefühl, ich fuck jetzt hier immer weiter ab, umso weiter ich gehe. Ist mit der Zeit zu tun, die ich hier verbringe, oder mit der Entfernung, die ich zurücklege? Fuck dich mit deinem Unterdrückungsfeuer. Na, oh, aufheben, was war aufheben? Das war wieder eine Flasche, wa? Ja, na gut, nehme ich mit. Bin jetzt nicht wählerisch. Oh. Ah, ja, toll. Umarm doch, genau. Den Pfosten. Teilt's aber ganz schön aus, das Feuer. Ich brauche Verstärkung! Warum geht's denn so schnell? Oh Gott. Ich gebe dir Rettung. Oh, beide direkt. Nett. Nein! Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort. Nein! Ja, Sir. Warum denn Ausschwärmen. Ich? Wir haben sie umstellt. Ach so. C ausweichen. Oh mein Gott. Oh. Wir erleiden Verluste. Okay, das bringt rein gar nichts. Sie legt nach. Knallt sie ab.
Autsch. Los jetzt! Oh, dein eigener Teammate hat ihn gekillt. Lass mich mal kurz mich verbinden. So, super. Oh, es brennt immer mehr. Yep, yep. Oh Gott. Stirb, ich muss hier weg. Oh Gott, wohin? Dahin. Mami. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Ich möchte nach Hause. Hol mich ab. Die waren gemein zu mir im Kindergarten. Holy fuck. Geh mal einfach weg. Nein. Wo schießt denn da jemand? Nein. Das ist, wenn man nervös ist. Ich glaube, da unten könnte Jacob sein. Wieso? Oh. Es ist super. Ja, es macht Spaß. Sowas macht doch richtig Spaß. Du machst nichts verkehrt und trotzdem stirbst du. Oh mein Gott. Falsche Waffe. Mami. Drücke nix. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Oh. Sind wir jetzt zu zweit unterwegs? Dann sind wir nicht mehr ganz so einsam. Ist auch okay. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben sie hier unten gefunden? Genug, um sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Ach so. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Was ist das Problem? Wir liegen hinter den Zeichnern. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Hey! Jacob! Suchen Sie Sophia! Sag sie, Trinity ist hier! Was? Oh, okay. Warum Action? Oh mein Gott. Okay, wir laufen jetzt einfach. Holy shit. Ich lauf einfach geradeaus dem Typen hinterher. Au. Ah, Steine. Okay, okay. Nicht links lang, ich hab verstanden. Mama, wo kommen die ganzen riesigen Felsen her? Ich glaube nicht, dass Jacob das überlebt haben könnte. Jacob! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich! Das klingt jetzt nach einem Nein. Das ist nicht gut. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann... Okay, okay! Ich kann die Konsole mit Strom versorgen! Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß! Lasst mich kurz mal was versuchen! Verdammt! Achtung, Angriff! Ups! Ich hätte sie vielleicht, verdammt, sprechen lassen sollen mal wieder. Hält uns zum Narren. Was war das? Ja. So aus wie so einem asiatischen Kampffilm oder so. Da sterben die auch immer so melodramatisch. Das sieht aus wie von Jacob. Aber das wird es nicht sein. Ich schätze, er ist nicht der Einzige mit so einer Leuchtfackel. Okay. Wenn er jetzt tot ist, dann sollen wir mit Sophia reden. Ist Sophia vielleicht die eine, die wir mal getroffen haben vor Ewigkeiten?
Ist ja Robin Hood und weiblich verschmitt. Verschmitt vor allem. Verschnitt, wollte ich sagen. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss die Schalltafel versuchen. Die Schalltafel. Da, wo er gerade dran war. Achso.